Am Nachmittag des 25.05.2022 wurden, nachdem es im Rahmen von Ermittlungen bei zwei Personen Hinweise auf Verstöße gegen das Waffengesetz gegeben hat, auf richterlichen Beschluss zwei Wohnungsdurchsuchungen in Bonn und Meckenheim durchgeführt sowie Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt. Dazu sammelten sich die Einsatzkräfte auf der Feuerwache 1 und machten sich zugriffsfertig. Anschließend fuhren sie zu den Objekten. Im Einsatz war die Kriminalpolizei, ein Diensthundeführerkraftwagen aus Bonn und ein Spezialeinsatzkommando mit Diensthundeführerkraftwagen. Aus Persönlichkeitsschutz und taktischen Gründen werden die Einsatzortlichkeiten nicht gezeigt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.